Unterstützen. Und ich möchte Sie alle ganz, ganz herzlich willkommen heißen hier zur Eröffnung des neu gestalteten Kirchplatzes und des neu gestalteten Marktplatzes, zur offiziellen Eröffnung. Offiziell deswegen, weil inoffiziell ja beide Plätze nun schon auch, zumindest der Kirchplatz, seit Ende des letzten Monates auch schon besucht werden konnten. Und Sie können sich auch schon ein Stück weit anschauen, was hier entstanden ist. Sie haben es vielleicht auch schon erlebt. Und auf der anderen Seite der Marktplatz, der nun seit Ende der letzten Woche das letzte Baugerüst eingebüßt hat. Und vielleicht hatten Sie auch schon die Gelegenheit, über Pfingsten durchaus an den warmen Tagen den angenehmen Wassernebel zu spüren. Ich freue mich sehr, dass so viele hier heute gekommen sind und wir so eine große Gemeinschaft sind, die hier heute auf dem Kirchplatz zusammengekommen sind und so ein großes Interesse an unseren neu gestalteten Maßnahmen hier in Friedrichshagen besteht. Hinter mir sehen Sie die Christophoruskirche, vor mir den neu gestalteten Kirchplatz, der in seiner Neugestaltung die ursprüngliche Gestaltung von 1904 wieder aufnimmt, mit dem symmetrischen Wegekreuz, den Schmuckbeeten und dem Mosaikpflaster, was hier auch wieder verlegt worden ist. Sie sehen aber auch die heutigen Ansprüche, an die wir es angepasst haben. Die Wege sind noch mal ein ganzes Stückchen verbreitert worden, die Borde sind abgesägt worden. Wir haben hier an den Rändern Fahrradabstellangelegenheiten und wir konnten auch die Straßenbäume erhalten und diverse Sitzmöglichkeiten schaffen. Unser Ziel war es, hier zum einen die Historie von Friedrichshagen aufzunehmen auf diesem Kirchplatz, aber auch vor allem einen Ort zu schaffen, wo man sich gerne trifft, wo man zusammenkommt und wo man miteinander vielleicht auch ein Stück weit ins Gespräch kommt. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. So haben wir in den letzten 4 Wochen viele Menschen hier auf diesem Platz auch sehen können, die hier ihre Mittagspause verbracht haben oder sich getroffen haben, zusammengekommen sind. Und das finden wir natürlich ganz, ganz schön und freuen uns sehr darüber, dass es auch für diesen Kirchplatz insbesondere so sehr viel positiven Zuspruch gab. Aber, ja, vielen Dank. Was ich aber gerne auch sagen möchte, und das finde ich tatsächlich auch ein Stück weit bedauernswert, dass wir aber auch schon die ersten Schmierereien hier an diesem Kirchplatz hatten. Und vor allem hatten wir in der letzten Woche auch verfassungsfeindliche Symbole, die hier zum Teil auf den Betonbänken aufgebracht worden sind. Das ist sehr schnell vom Berghof des Straßengrünflächenamtes entfernt worden. Herzlichen Dank. Aber das ist etwas, wo wir alle gemeinsam gut darauf achten müssen, dass das sich nicht wiederholt, was zutiefst zu verurteilen ist und was wir auch wirklich verfolgen werden. Auf der anderen Seite sehen Sie den Marktplatz, wo Sie es denn sehen können. Auch der hat, wie ich bereits eingangs erwähnt habe, sein Baugerüst Anfang oder Ende der letzten Woche dann endlich auch eingebüßt. Die ersten Kinder oder auch Erwachsenen haben in den Nebeldüsen Erfrischung gefunden an diesem warmen Pfingstwochenende. Und der Marktplatz, das Ganze hat sich ja auch ein Stück weit hinausgezögert, aber Sie hatten ja auch immer wieder die Möglichkeit, an den Bauschildern zu sehen, was hier passiert. Und die eine oder andere hat man durchaus mit fragenden, mit erstaunten Blicken davor stehen sehen, hat sich gefragt, was hier eigentlich entsteht und ob wir Friedrichshagen eigentlich in die Urzeit zurückversetzen wollen und warum hier eigentlich Dino-Eier entstanden sind. Ich kann Sie aber beruhigen, so weit zurück in die Vergangenheit gehen wir nicht.
Aber das Ganze geht auf ein historisches Ereignis natürlich zurück, und zwar auf die Gründung von Friedrichshagen. 1753 hat Friedrich II. Friedrichshagen als Kolonistendorf gegründet, und er hat aufgrund der großen Nachfrage nach Seide in Europa, hat er hier 1200 Maulbeerbäume als sechsreihige Entlee entlang der Wölschestraße entstehen lassen, um dann die Seidenraupenproduktion so richtig anzukurbeln. Denn die Blätter der Maulbeerbäume dienen als Futter für die Seidenraupen. Das Ganze ist am Ende nicht so richtig glücklich ausgegangen, so richtig erfolgreich war es nicht, aber nichtsdestotrotz ist es der Beginn von Friedrichshagen gewesen, und dieses historische Ereignis, das ist auch der Grund dessen, oder aufgrund dessen ist dieser Marktplatz auch so gestaltet worden. Sie sehen hier einen Maulbeerhain, der aus sechs fruchtlosen Maulbeerbäumen besteht. Die stilisierten Seidenraupenkokons aus Beton ergänzen diesen Hain, und die Nebeldüsen, die bilden dann zusammen den sogenannten Klimabrunnen und sollen dafür insbesondere sorgen, dass gerade an so warmen Tagen wie auch heute durchaus eine Erfrischung eintritt. Der Nebelbrunnen oder der Klimabrunnen, der wird sich ab 15 Grad einschalten und wird dann von 10 bis 23 Uhr im Halbstundentakt für 10 Minuten laufen. Und damit ist es aber noch nicht ganz zu Ende mit der Geschichte, denn es ist auch Kunst am Bau, was entstehen wird, was hier in den nächsten 14 Tagen auch auf dem Marktplatz dann noch eingelassen wird in die Baumscheiben. Die Künstlerin Angela Lubig, die hat mit ihrer Kunst am Bau hier sich intensiv mit der Geschichte von Wilhelm Boelsche auseinandergesetzt. Die hat in so einem Metallbänder Sprüche, Zitate eingelassen, diese mit einem QR-Code versehen, und Sie haben die Möglichkeit, über diesen QR-Code sich die Geschichten auf dem Platz dann auch anzuhören. Ja, nun möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich bei wirklich allen bedanken, die hier an diesem Projekt mitgewirkt haben, die Teil dieses Projektes waren, insbesondere auch bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei dem Bürgerverein Friedrichshagen, die auch die Bürgerinnenbeteiligung stark begleitet haben, die es möglich gemacht haben, dass Menschen sich hier einbinden konnten. Wir haben die Entwürfe vorgestellt, und viele Ideen konnten auch aufgenommen werden, sicherlich nicht alle, aber auch das gehört zur Wahrheit dazu. Ich glaube aber, was man durchaus in der Bürgerinnenbeteiligung gesehen hat, wie wichtig den Friedrichshagenerinnen und Friedrichshagenern ihre Geschichte ist. Und ich hoffe sehr, dass es uns gelungen ist, dass wir dieses Tier dann auch für Sie erlebbar machen konnten. Dann möchte ich mich bei den ausführenden Firmen bedanken. Ich möchte mich bei dem Planungsbüro Wild und IVW bedanken. Und ich möchte mich ganz besonders auch bei den Beschäftigten des Straßengrünflächenamtes bedanken und hier insbesondere bei Frau Plietsch. Frau Plietsch steht neben mir. Frau Plietsch ist die zuständige Projekt- und Bauleiterin, die dieses Projekt hier verantwortet hat. Bei der unteren Denkmalschutzbehörde, auch die ist heute hier mit vor Ort, die dazu beigetragen hat, dass also immer auch der denkmalschutzrechtliche Fachpunkt hier dann also auch nicht untergeht an diesen beiden Orten, denn wir haben hier ein Flächendenkmal. Und dann ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Böttcher, an die Kirchengemeinde, an den Posaunenchor und der Stadtmission, dass Sie uns heute hier so musikalisch unterstützen. Und so bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ja, machen Sie sich mit diesen beiden Plätzen vertraut, machen Sie diese Plätze zu Ihren Plätzen und machen Sie sie vielleicht auch ein Stück zu Ihren Wohlfühloasen. Herzlichen Dank, und jetzt gebe ich ab an Frau Plietsch, die auch noch ein paar Worte zu uns sagen wird. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Leichner. Sie haben mir eigentlich die ganzen Worte schön aus dem Mund genommen, weil es mir immer am Ende eines solchen Projekts ist wirklich eine Herzensangelegenheit ist, mich bei allen zu beteiligen, die daran Teilhabe hatten. Und ich möchte es halt wirklich nochmal mit Namen nennen. An erster Stelle steht erstmal das Planungsbüro, Wildlandschaftsarchitekten, die sozusagen Ideen der Bürger, die in den Bürgerversammlungen aufgegriffen worden sind, zu Papier und auf den Plan gebracht haben, in Verbindung mit dem Büro IFW. Der Herr Fiedler ist heute leider im Urlaub und kann nicht mit dran teilnehmen, aber der Herr Fiedler ist derjenige, der die ganze Wassertechnik dazu geplant hat. Ausführende Firmen waren zu einem die Firma Dö & K, die hat dieses wunderbare Metallgeländer nachgeahmt, nach historischem Vorbild, um das Kriegerdenkmal wieder hergerichtet. Die Firma Bäumann ist die Firma, die die Wassertechnik am Brunnen drüben installiert hat.
Und die Firma Flöter und Uschbereit, mit der ich schon viele schöne Projekte zusammen fertigstellen durfte, hat die landschaftsgärtnerischen Arbeiten erledigt. Und es ist immer wieder eine Freude, mit dieser Firma zu arbeiten. Erstens, weil am Ende tatsächlich solch qualitativ gute Ergebnisse zu sehen sind. Und zum Zweiten, weil man immer wieder spürt, vom Gärtner über die Bauleiter bis zum Chef haben alle so viel Spaß an der Arbeit, dass es echt eine Freude ist, dazu zu gucken. Und deswegen möchte ich jetzt eine kleine Geschichte erzählen. Es gab nämlich, als die Firma hier anfing, einen jungen Mann, der hier immer rumschlich und sehr interessiert geguckt hat, was macht denn die Firma dort. Der junge Mann wurde eingeladen, ein Praktikum bei der Firma zu machen und Ende gut, alles gut. Inzwischen hat er einen Ausbildungsvertrag bei der Firma Flöter und Uschbereit und das finde ich einfach großartig. Und zum Schluss möchte ich eigentlich noch eine Bitte äußern. Frau Leisner hat es schon erwähnt. Also erstens natürlich, genießen Sie diese beiden Plätze, haben Sie viel Spaß daran, aber halten Sie die Plätze auch in Ordnung. Halten Sie von Müll frei, achten Sie darauf, dass nichts zerstört wird, denn ich darf Ihnen sagen, meine Kollegen von der Unterhaltung haben so, so viel Zeit damit zu tun, den Müll und den Vandalismus zu beseitigen, dass Ihnen keine Zeit mehr bleibt, Ihre eigentliche Aufgabe, nämlich die Pflege von Grünanlagen durchzuführen. Und wenn Sie alle hier mithelfen würden, dass das so bleibt, wie es jetzt aussieht, dann wäre das echt toll. Gießen, wie das immer so ist. Es klappt nicht immer alles. Die Friedrichshagener, die am Wochenende schon hier vor Ort waren, die haben den Nebelbrunnen oder den Nebel schon erleben dürfen und sich hoffentlich auch daran erfreut. Er ist eigentlich so gelaufen, wie er nicht laufen sollte. Und wie Sie sehen, läuft er jetzt nicht und er sollte eigentlich laufen. Also wir sind da noch, da gibt es noch ein paar Kinderkrankheiten, die wir noch lösen müssen, aber ich verspreche Ihnen morgen, spätestens morgen ist das Problem gelöst. Viel Spaß! Angekündigt habe. Das ist schön. Der ganze Platz ist ein Geschenk, auch wenn es jetzt so heiß ist. Und ich lade Sie hinterher in die kühle Kirche ein, da können Sie sich ein bisschen abkühlen und Wasser gibt es bei uns auch. Ich habe für uns als Gemeinde ist das ein Geschenk. Vor einem Monat schon haben wir hier diesen Platz für uns eingenommen und haben hier gegessen, getrunken und geredet und Tag und Nacht sitzen wir. Ich sehe immer nur freundliche Menschen, aber sicher gibt es auch unfreundliche, die hier sprühen. Ich habe zu allen immer gesagt, habt doch keine Angst, freut euch über den Platz. Und ich wusste nicht, dass es schon besprüht war. Wie schön, dass es so schnell auch wieder weggenommen wurde.
Das ist ja ein richtiges Symbol für eine gute Zusammenarbeit von Kirche und Kommune. Weil hier ist, das heißt Kirchvorplatz, gehört aber gar nicht der Kirche. Also hier der Platz gehört der Kommune, also die Bezirke, nach Berlin. Und das gehört uns aber nur bis zu der Treppe. Und dann beginnt schon der Bezirk. Und dieses Denkmal und dann auf der anderen Seite, da bin ich sehr gespannt auf die Wilhelm Bolsche und freue mich auch darüber, weil wir haben uns schon gefragt, warum ist das Einzige, was hier steht, eine Erinnerung an den Sieg über Frankreich 1871. Aber wenn jetzt noch ein Denkmal über Bolsche und dann diese Eier dort oder die Kokons der Seidenraupen, das ist ein schönes Miteinander von drei ganz verschiedenen Themen und Zeiten. Könnt ihr auch vorstellen, ein Denkmal über Wolf Biermann oder vielleicht über Robowski, der ja auch hier gelebt hat. Wolf Biermann hat sich zumindest mal eine Weile hier in Friedrichshagen versteckt. Christophorus, der letzte Gedanke. Der galt als der stärkste Mensch der Welt. Und deshalb ist also unsere Kirche auch so ein Symbol für so eine Verbindung von einer großen weltlichen Macht, die es ja gibt um uns herum, und der geistlichen oder der Glaubensmacht. Christophorus hat den stärksten Menschen gesucht, den er, oder den größten König gesucht, dem er dienen will. Und am Ende hat er erfahren, dass er nur, dass er den Christus, den größten König der Welt, Christus nur findet, wenn er dient, wenn er in Demut jemandem dient und in der Niedrigkeit sozusagen. Und dann trägt der Christus über den Fluss. Und deshalb wegen der Möbelspree und dem See in der Nähe wurde diese Kirche wohl so genannt, wegen diesem Fluss. Aber es ist auch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Es gibt da noch viel mehr zu erzählen von dem heiligen Christophorus. Hier sehen Sie ihn, wie er das Jesuskind trägt. Und wie dieses Mosaik zustande gekommen ist, ist auch eine eigene, sehr interessante Geschichte mit geschmuggelten Mosaiksteinen aus West-Berlin in den 70er oder 80er Jahren. Raum für alle, so heißt unser Motto beim Umbau. Und hier ist auch Raum für alle. Das passt schön zusammen. Und ich wünsche, dass es so bleibt, dass beides, also diese Kirche und auch dieser Platz, der ganze Marktplatz, ein Raum für alle zur Begegnung, so wie wir es jetzt auch schon im letzten Monat erlebt haben. Ein Geschenk noch an Sie, Frau Leistner, mit dem, hier sehen Sie genau das Bild, den sehen Sie hier drauf, ein Heft, ein leeres Heft, da können Sie Ihre Arbeitsnotizen, und für Frau Pietsch habe ich auch eins. Das gleiche, hier sehen Sie den Christophorus über unserer Kirche. Alles Gute, ja, und vielen Dank, dass wir es gemeinsam feiern konnten. Auch das Band durchschneiden werden, wo ich Sie auch vielleicht bitten würde, vielleicht eine Friedrichshagenerin oder ein Friedrichshagener, dass Sie sich auch bereit erklären, mit uns gemeinsam das Band zu durchschneiden, denn wir geben Ihnen ja heute den Platz auch wieder zurück. Nochmal herzlichen Dank an den Posaunenchor von Stadtmission, die jetzt die letzten beiden Stücke spielen werden. Und ich habe gerade in meiner Aufzählung vorhin jemand vergessen, was mir leid tut, aber ich danke natürlich auch unserem Fördermittelgeber. Wir haben diese beiden Plätze aus dem Plätzeprogramm des Senates finanziert. Ganz herzlichen Dank auch an Sie, denn ohne Sie wäre das hier nicht möglich gewesen. Thank you.
Tja. Ich wollte ja nicht so schnell mitmachen.